Hallöchen, schön, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu Imperium Galactic Survival. Ich wollte unbedingt, was ich mir letzte Woche jetzt überlegt habe, unbedingt einfach mal dazu auch eine Reihe machen. Ich werde natürlich neue Spielchen erstellen. Da ich bisher eigentlich nur immer auf dem Server gespielt habe, von einem guten Freund, geht es um Multiplayer-Server hauptsächlich darum, einfach nur zu leveln und zu bauen und so hier und da mal so ein bisschen zu kämpfen. Aber von story-relevanten Sachen erfährt man da wirklich zwar einiges, aber nicht viel. Von daher möchte ich einfach mal ein bisschen den Singleplayer spielen. Typ Sumpf, Schnee. Ich glaube im Schnee. Eisen, Kupfer, Silizium, Promethium und Gold. So, allerdings wäre Gold ganz praktisch. Was ich auf dem ersten Planeten nicht. Doch, auf dem ersten Planeten habe ich auch Gold. Sehr schön. Müsste was denn starten wir einfach hier. Schwierigkeitsgrad Mittel kann eigentlich bleiben. Und dann drücken wir mal starten. Wie lange ich diese Aufnahmen. Jetzt geht's gleich weiter. Ein paar Mal werde ich sowieso sterben, weil ich nicht aufpasse. Aber trotzdem, das sollte recht schnell gehen. Ich werde mal versuchen, möglichst nah am Wasser zu bauen. Und vor allem, ich muss überlegen, wie ich am besten die Basis baue. So. Natürlich, ich soll meine Rettungskapsel an einen sicheren Ort stellen. So, im Prinzip ist es so, soweit ich es weiß, waren wir auf dem Weg, Ressourcen und dergleichen für die Erde zu sammeln. Und sind dabei leider abgestürzt. Notfall erkannt. Protokoll UCH-001A wurde initialisiert. Statusschiff zerstört durch Fehlfunktion des Antriebssystems. Derzeitige Situation: Notlandung auf einem unbekannten Planeten. Status Pilot: Schiff erfolgreich in einer Rettungskapsel verlassen. Gesundheit des Piloten: niedrig, aber stabil. Integrierter Datenassistent EDA: wieder hochgefahren. Willkommen zurück, Commander. Ich freue mich, dich am Leben zu sehen. Wir hatten unglaubliches Glück, in dem Warpwirbel der Titan gezogen zu. Ey! Gesogen zu werden. Und lebend und in einem Stück wieder herauszukommen. Ich versuche derzeit eine Kommunikation mit der Operation Phoenix Flotte herzustellen. Das wird einige paar Minuten dauern. In der Zwischenzeit ich habe unsere Sensoren und Ereignis-Logs seit unserem Entkommen von der Apollo Station in Imperiopedia Reisebuch F1 gespeichert. Öffne den Eintrag, die Reise beginnt, um zu lesen. Außerdem
Stell sicher, dass du alle Gegenstände inklusive den Detektor aus deiner Rettungskapsel F genommen hast, bevor du losgehst. Auf jeden Fall sollten wir alles hier mitnehmen. Weil das ist jetzt nämlich ganz wichtig. So, wir brauchen das. Wir werden den Detektor brauchen. Geld brauchen wir nicht. Aber wir werden uns das noch mit auf den Weg nehmen. Und das heißt, Gerät werden wir bestimmt auch noch brauchen. Okay. Da würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen an, ein bisschen zu sammeln. Pflanzenproteine, ganz wichtig. Weil wir müssen ja auch irgendwie leveln. Das nehmen wir uns mit. Mal gucken, was das da vorne ist. Aber jetzt müssen wir auch ein bisschen interessantes Objekt gefunden. Guck mal. Dann haben auch einige Sachen verschiedene Farben. Zum Beispiel das rote da hinten, das ist, hat irgendwas mit dem Zirax zu tun. Da will ich absolut nicht hin. Jedenfalls im Moment noch nicht. Die können mich mal. Das hier zum Beispiel können wir gleich mal abfahren. Und zwar Ressourcenmodus, den wir hier brauchen. Unten rechts sehe ich auch, dass die eine gewisse Lebensanzeige haben. Shuttle kann ich auch gebrauchen. Normal steigen die da so Shuttle. Aus den Shuttle zum Beispiel kann ich drei einfache Ressourcen machen: Eisenerz, Silizium und Kupfer. Also falls mir irgendwann mal was ausgehen sollte. Habe ich so oder so. Aber ich freue mich schon, wenn ich den Bohrer habe. Oder auf jeden Fall den Bohrer. Von mir aus auch das Multitool. Gut. Tutorial. Einzelmission auf jeden Fall. Tutorial-Szenario. Wenn du über neu bist, empfehlen wir dringend das Tutorial zu spielen. Neu bin ich ja nicht. Und im Prinzip. Abschlussstelle. Finde die Station. Aktion wird manuell erledigt. Warte mal. Zumindest. Nein, das will ich ja nicht. Also ich soll eine Absturzstelle finden, ja, richtig? Hey, da haben wir eine Teleportstation, finde ich cool. Also nach und nach müssen wir hier einige Missionen finden, beziehungsweise machen. So, das wird eigentlich dann quasi automatisch genommen. Das an sich habe ich noch nie gemacht. Oder beziehungsweise einmal nur kurz angespielt. Und sollte es Nacht werden, können wir ja immerhin schlafen. Das werden wir mal hier zwischendurch mitnehmen, weil wir haben hier einen kleinen Überlebenskonstruktor. Den werde ich auf jeden Fall machen.
Und wir haben 14 Proteine, das heißt, zwei brauche ich. Ich kann also quasi 7 Stück hier machen. 5, 6, 7. Perfekt. Weil zwischendurch muss ich auch mal was futtern. Das muss auf jeden Fall ein Wrack von dem Schiff sein, von dem wir sind. Jetzt ist die Frage, welche Station soll ich finden? Steht denn irgendwas in der Beschreibung? Natürlich nicht. So eine Teleportstation sind immer ganz praktisch. Ich habe zwar noch nie eine benutzt, aber egal. Das Signal wird von der Station noch weitergegeben. Ich werde in einer Minute eine Markierung seiner Quelle auf deinem Bildschirm setzen können. Wir sollten dann hingehen und nachforschen. Auf jeden Fall. Boah, von hier komme ich natürlich nicht rein. Bitte geben Sie einen Code ein. Code für den Zugriff ein. Schei. Bin gleich da. Okay, haben wir gefunden. Flottenidentifizierung. Weiter geht's. Wie es aussieht, muss ich in diese Richtung. Okay. Stimmt. Da wir ja Level 2 sind, werden wir auch mit jedem Level so ein paar Erfahrungspunkte freischalten können. Und vor allem. Diverses einmal. Ist es da? Genau. Den einmal freischalten. Unbedingt. Das ist sowieso freigeschaltet. Einige Sachen sind natürlich am Anfang freigeschaltet. Und jetzt habe ich noch 9 Dinge. Überlebensmultiwerkzeug, das auf jeden Fall. Haben wir noch ein paar Waffen? Waffen, irgendwas, was ich. Oh, eine einfache Pistole. Oh, ja. Mir ist auf jeden Fall warm. Eisen. Erz. Okay, von unterwegs muss man ein bisschen Eisenerz sammeln. Perfekt. Weil den werden wir auf jeden Fall brauchen. Das kann ich auch schon mal herholen. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Ich glaube, ansonsten kommen wir nicht weiter. Jedenfalls nicht. Jedenfalls können wir uns da nicht großartig verteidigen. Ne? Kann ich mir das nicht irgendwo so anzeigen lassen? Aber was wir hier nicht noch haben? Handlung, Kapitel. Wow. Ehrlich gesagt, ich bin schon ganz schön gespannt drauf. Gib mir. Ein paar Ressourcen wären nicht schlecht, wenn wir die unterwegs auch einsammeln. Brauchen wir einen Anzug.
Sagt er, wenn wir die Karte machen. Jetzt muss ich dahin. Was? Wo? Kupfer. Wir sollten zumindest schon mal ein bisschen Kupfer mitnehmen. Auch wenn es nicht viel ist, aber ich empfehle mich ja mehr oder weniger davon, wo ich eigentlich hin wollte. Cool. So, was brauche ich, um eine Waffe herzustellen? Eine kleine Pistole würde schon reichen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Mechanische Komponente. Na, dafür brauche ich Kupfer. Kann ich aber einfach jetzt so mal ein bisschen machen. Wenn ich jetzt sterbe, ist natürlich scheiße. Da haben wir schon Kupfer. Muss nicht viel Kupfer sein. Ich brauche nur ein bisschen. Und nur ein bisschen was. Das eigentlich schon reichen? Könnte vielleicht sein. Für später sollten wir uns diese Quelle hier auf jeden Fall mal aufschreiben. Beziehungsweise merken lassen. Wir können natürlich machen. Bestätigen. So. Schauen, wenn ich jetzt das Kupfer hier in den Dings machen, was habe ich denn noch hier? Silizium kann da auch noch mit rein und Eisen. Mechanische Komponenten. Glaswasser, Elektronik. Ein Torradbausatz, ich brauche Eisenbahn. Stahlplatte, Eisenbahn. Verdammt, ich brauche noch Eisen. Okay, nehmen wir den erstmal wieder mit. Und wenn wir unterwegs was finden sollten, krallen wir uns das. Ein Fotterchen habe ich hier auch. Aber auch der Nachteil, wenn ich schneller laufe, dann brauche ich natürlich auch viel mehr Nahrung. Damage Hover, wie cool.
Vielleicht lässt sich ja da drin noch was finden. Wisst, was ich habe am anderen Wrack da Dings vergessen, die Kisten zu looten. Das war bestimmt mal ein gutes Hovercraft. Aber du kannst die Dinge ja recht groß bauen. Und wer weiß, was da unten noch alles ist. Das ist ja hier noch alles am Boden. So, euch nehmen wir mit. Okay, ihr macht mir keinen großen Schaden. Wenn man sagt, überhaupt keinen. Irgendwas, was ich looten kann? Wenn ich jetzt einen Kern hätte, könnte ich den da drin setzen. Aber mal gucken. Wenn er irgendwo was hier hat an... Da ist noch ein Kern drin. Ich bräuchte bloß Treibstoff. Leider fehlt der Generator und der Treibstoff dann. Scheiße. Okay, aber nicht so wild. Hey, da haben wir Eisen. Sehr schön. Ein bisschen näher, noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Da ist schon das Eisen zu sehen. Ich brauche auch hier bloß ein bisschen. Erstmal so, dass ich über die Runden komme. Mehr brauche ich eigentlich erstmal gar nicht. Haben wir jetzt 45, das sollte eigentlich erstmal reichen. Wenn es Nacht wird, wird scheiße. Das will ich nicht, das wollte ich doch aufstellen. Weil da. Kann ich mir erstmal das machen? Willst du jetzt mit essen oder später? Später! Okay. Danke. Gut. Wenn er dann noch bastelt, schmeißen wir das hier auch nochmal mit rein. Das auch noch und Schotter haben wir auch noch genug. Weil ich glaube nämlich, dass ich so langsam mal Zelt aufschlagen muss nachher. Gut. Sturmgewehr wäre mir eigentlich am liebsten gerade. Also noch Bodengleiter.
Generator, da wir da einen Bodengleiter haben, die möchte ich irgendwann mal nutzen. Weil sie sind aber auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Kern haben wir schon. ECS wäre nicht schlecht. Und diese Schubdüsen. Ich denke mal, das sollte fürs Erste reichen. Waffen. Gott. Nitrozellulose. Pflanzenfaser. 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 Wo kriegt der jetzt Pflanzenfaser her? Auf jeden Fall. Eisen. Bestätigen. Und das hier. Bestätigen. Ganz wichtige Sache. Ich würde sagen, schauen wir auch hier fürs Erste unser Lager auf. So, können wir hier nämlich pennen. Das wird auch noch aufgestellt, damit uns warm bleibt. Läuft. Pflanzenfaser. Na toll, wie kriege ich jetzt Pflanzenfaser her? Ich könnte irgendeinen See gebrauchen. Da drin würde ich Pflanzenfaser kriegen. Da haben wir auch einen kleinen Fluss. Mal gucken, wir gehen auf jeden Fall mal hier in diese Richtung. Aber ich würde jetzt nämlich umgehend weiterlaufen. Boah, das ist aber auch erst in der Nacht schlafen kannst. Ich finde hier aber auch nichts von. Es gibt doch eine Möglichkeit, Pflanzenfaser herzustellen. Wartet mal. Ich weiß, ich kann Pflanzenfaser herstellen. Holzstämme. Siehste. Aber dazu brauche ich eine Säge. Und Biotreibstoff wäre nicht schlecht. Natürlich. Warum auch? Derzeit ist das auch fertig. Das kann ich erstmal wieder mit raus, weil das nehmen wir alles mit. Und dann geht's weiter. Wenn wir irgendwo Pflanzenfaser entdecken, reißen wir es raus. Guck mal da, wäre gar nicht weit weg gewesen. Ein Glück sind hier doch nicht meine Freunde. Ansonsten hätte ich ein Problem. Ich kann mich nicht verteidigen. Der ist friedlich, das weiß ich. Was sagen die? 16, perfekt. Und
Da hinten sehe ich es schon. Wir müssen mal gucken, dass wir uns jetzt mal nebenbei schnell einmal Munition machen. Mal alles da wieder rein an den Komponenten und brauche ich auf jeden Fall mal Biotreibstoff. Einmal würde reichen und Nitrozellulose. Das aus einem Pflanzenpflaster 6 habe ich. Kann ich diese 6 Stück machen. Ganz wichtig. Hab ich noch irgendwo Pflanzen? Falls sehe ich noch hier irgendwo was? Natürlich wieder nicht. Dann kann ich mir nämlich auch Munition herstellen. Pistolenkugeln, Gewehrpunktmunition. Eine brauche ich davon. Kriege ich. Mal gucken, ich werde mal 3 Stück herstellen, habe ich 150 Munition. Und davon stelle ich auch mal 2, 3 Dinge her. Sollte recht schnell gehen, hoffe ich. Weil so weit sind wir nicht mehr entfernt. Hi. Da ist noch eine. Lea. Den Lea-Orbit kenne ich. Wow. Ich bin auf Elion. Ich bin im Elion-System. Wow. Schaut euch das an. Aber dazu komme ich später immer noch mal. Kriege ich noch ein paar nachgemacht? Ja. Perfekt. Kann ich das nämlich da rein tun? Das kommt da hin. Ey, ich will das hier unten hin haben. Was ist denn da hin? Vielleicht hätte ich vorher alles rausnehmen sollen, wäre jetzt das nicht. Aber zumindest können wir uns verteidigen. Und wir können schon mal ein bisschen Baum hacken, bevor wir dahin weitergehen. Damit wir nämlich noch mehr Pflanzenfaser kriegen. Man weiß ja nie, ne? Ich kenne nämlich die Viecher. Scheiß Spinnen vor allem. Ekelhafte Viecher. Ich kann ja Spinnen schon so nicht leiden, aber in diesem Spiel sind sie noch aggressiver. Dich nehme ich auch gleich mit. Man kann nie genug davon haben. Also bei dem Viech weiß ich, dass es friedlich ist. Das sieht man auch an der blauen Färbung. Also die Dinger sind eigentlich friedlich.
Wisst ihr, was wir uns als nächstes machen werden? Motorrad. Menschliche Überreste. Dieser Planet hat viele Kämpfe gesehen. Daher ist nur der letzte einer Reihe. Spüre das UCH-Flottensignal auf, das IEA entdeckt hat. Und du wirst vielleicht die Überbleibsel deiner Kameraden finden. Auf geht's. Kommander, ich Identifikationssignal in der Nähe. Es ist ein Schiff der Operation Phoenix Flotte. Das Transportschiff UCH Heidelberg. Wir sollten uns das mal ansehen. Oh. Wenn ich das so restaurieren könnte, ne? Klassische Pelikan-Transporter, die Heidelberg tatsächlich. Das noch mal so ein kleiner Transporter. Aber vielleicht zerstört. Ich bin nicht sicher, ob wir hier was Nützliches finden. Ach doch, wir werden bestimmt was finden. Das ist nur ein bisschen das. Ich bin die Pflanzenfasser. Mögliches Ziel für deine Erkundung markiert. Alter, vollkommen zerstört hier. So eine Frachtbox. Mitnehmen. Habe ich ein. Ach ja, ein Jetpack habe ich ja jetzt gar nicht. So ein Scheiß. Wir sollten ruhig looten. Wer weiß, was wir hier noch alles finden. Deko. Okay. Glaswasser. Ein paar Sachen und eine Notiz. Es scheint, als wäre... Hat uns hart getroffen, eine Art Laserprojektil oder eine sehr weit entwickelte Rakete. Wir wurden von der Hauptflotte getrennt. Diese Zirax haben uns von den anderen abgeschnitten und versuchen uns zu vernichten. Sie werden erfolgreich sein. Der Captain hat das Notruf Rettungssignal gesendet. Wir machen eine Notlandung. Alle Maschinen sind aus. Ich bin auf dem Weg zur Rettungskapsel. Chefin, Ingenieur, erste Klasse, Palant, Ende. Schiff Palland, eine der Ingenieure. Ich habe bei meinem ersten Auftrag auf der Apollo Station, übrigens, PDA, du hast bemerkt, dass das gesamte Wrack scheint verwittert zu sein, als wäre es schon seit langer Zeit hier herumgelegen. Also manche Sachen, ne? Ich realisiere bereits die Spuren. Die ersten Ergebnisse zeigen, die Schäden an der Hülle entstanden etwa vor 11 bis 13 Monaten. Wow. Wie können wir... Okay, lass uns annehmen, das ist korrekt. Es ist korrekt, Commander. Berücksichtigen wir die Ereignisse bei unserer Ankunft. Könnte das eine Menge erklären. Chief Lutz hat eine Theorie über Zeitdilation in der Nähe eines instabilen Warpfelds. Und der irreguläre Warpwürfel um die Titan, in dem wir hineingezogen wurden. Das könnte als eine betrachtet werden. Korrekt, Mann. Ich werde das weiter analysieren. Sehr schön. Mach das mal.
Aber wir schauen mal hier. Okay, lass uns annehmen, wir haben jetzt nicht 2473, sondern 2474. Ich denke, wir sollten das Fach genauer untersuchen. Vielleicht kommen wir mehr Informationen darüber, was mit der Flotte passiert ist, wenn auch sonst nichts anderes. Wenn wir schon dabei sind. Ich habe in der Nähe einen elektrischen Stromfluss entdeckt. Und wo? Gebe er mir Signale. Ach da. Ich muss da irgendwo rein. Wo hast du diesen Stromfluss entdeckt? Ich habe doch irgendein Signal gehabt. Eben dieses Signal gab von 9, noch was Meter. Och lol, hier bin ich auch so durchgekommen. Auch gut. Captain Brenner und der größte Teil des Flugteams wurden erst vor wenigen Sekunden getötet. Ein Geschoss traf den Bug mit Schiffs. Ich hatte unglaubliches Glück. Meine so absolut berechtigte Kritik, die ich nach diesem Schlamassel geäußert hatte, veranlasste den Leutnant, mich zu überprüfen und der Rettungsboote zu schicken. Sekunden bevor die Brücke getroffen wurde, kam er. Vielleicht auch nicht. Jetzt kann ich diesen Raum nicht mehr verlassen. Die Türen sind versiegelt. Ich stehe vor der Rettungsbootsektion und kann sie nicht betreten, was sowieso keine Rolle spielt, da die ganze Sektion fehlt und ich durch ein großes Loch im Rumpf in den Himmel starre. Der Boden kommt näher. Ich habe gerade den Reißen vom Metall gehört. Das Reißen vom Metall gehört. Das Schiff bricht auseinander. Dies könnte mein letzter Eintrag in diesem PDA sein. Ich lege ihn hier hin. Vielleicht setze ich ihn später fort. Hoffentlich haben zumindest unsere Ingenieure ihre Arbeit getan, als sie diese strukturelle verstärkten Abschnitte erstellt haben. Emerson Fernrich UCH Heidelberg. Kommen wir dann. Meine optischen Sensoren haben etwas entdeckt, das an einer der Maschinen dort angebracht ist. Okay, und wie komme ich jetzt da hoch? Dieser Rollstoff? Natürlich. Entnehme ich. Ey, ich will da hin. Aber wie komme ich da hin? Die Heidelberg ist verloren. Nur wenige haben den Absturz überlebt. Palant hat bereits zu den hiesigen Eingeborenen den Talon Kontakt aufgenommen. Sie müssen gesehen haben, wie wir runterkamen. Wir sind ihnen buchstäblich in den Vorgarten gekracht. Wir sind nun unterwegs zur Talon-Siedlung. Die Zerax sind uns auf den Fersen, aber sie scheinen das Interesse verloren zu haben. Oder sie werden zurzeit vom Rest der Flotte abgehalten. Die letzte Nachricht, die wir bekamen, sagte genau genommen, dass die Flotte auf dem Rückzug ist. Die Titan ist verloren, möglicherweise auf den Mond abgestürzt. Unsicher, ob die Besatzung überlegt hat. Die MS Grant
hat ein verschlüsseltes Signal gesendet, von dem wir hoffen, dass die Xerox es eine Weile lang nicht entschlüsseln können. Das ist unser Ticket hier raus. Einige Freunde haben einen Teleporter in einem Wrackareal ein paar Kilometer von hier aufgestellt. Emerson, der begünstigte Sohn einer, hat eine Schlüsselkarte hergestellt. Ich bin nicht sicher, ob noch andere Schiffe herkommen oder andere Überlebende. Ich werde einen Hinweis für jene hinterlassen, die vielleicht später kommen, mit Anweisungen, wie dieser Schlüssel hergestellt wird. Benutze zur Authentifizierung AI-Routine 34. Andernfalls wird sich die Konsole sofort selbst zerstören. Falls dieser Plan schief geht, rate ich jedem anderen Überlebenden, eines der Talan-Dörfer zu finden. Diese Jungs haben uns geholfen zu überleben und helfen dir vielleicht genauso. Viel Glück für uns und jeden, der dies liest. Bis bald, M. Jetzt reiß ich wieder hoch. Will die Brücke finden oder die erwähnte Konsole. Gute Nachricht, Mann. Ich habe die Konsole lokalisiert, von der Schreiber gesprochen hat, ja? Und wo? Mit JPEG wäre das Ganze viel einfacher. Puppenkonsole. Kann ich alles gebrauchen. Ich muss gerne einen richtigen Weg dort reinfinden. Ich glaube, hier könnte ich drüber kommen, aber erstmal wir gucken, was da unten. Danke. Oh, leck mich doch. Boah. Nach da unten muss ich. Gib her, kann ich brauchen. Okay. Eigentlich wollte ich das ja nicht, ne? Aber. Aua! Natürlich. Nein! Da. Viel Glück, Überlebende. Du hast erfolgreich Zugriffsstelle erledigt. Na toll, soll ich jetzt hier die 71 Minuten warten oder was? Genau das könnte mir helfen. Haha! Wie gut. Finde die Konsole. KI-Routine. Okay. Und haha.
Erinnerst du dich an die Station an der Abschlussstelle? Wir sollten dorthin. Oh nein, ich wusste es. Aber jetzt, jetzt. Ich habe jetzt auf deiner Karte was. Oh nein. Ja, ich wusste es. Aber nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Damit alles klar ist. Wo sind die Eisenbahnen? Die Eisenbahnen? Silizium? Bin ich jetzt blöde? Eisenbahn gleich. Na gut, machen wir das. Motorradbausatz. Und dann bitte auch gleich das Motorrad dazu. Als ob ich mir das jetzt antue. Ich bin da her damit mit dem Motorrad. Jetzt fahren wir. Bis bist du. Könnte, wenn nötig, könnte ich doch einen Treibstofftank herstellen oder nicht? Lass mich mal gucken. Zumindest bei so einem Bogenfahrzeug könnte ich das herstellen. Egal, wir düsen jetzt erstmal Richtung Teleportstation. Und jetzt, da wir sowieso schnell hier unterwegs sind, ist das auch wesentlich einfacher und lax. Jetzt komme ich wenigstens mal von einem Ort zum anderen, ohne ständig hier laufen zu müssen. Lecker, wie spät ist das überhaupt? Ja. Gegenfrage, mein Handy habe ich wieder ganz woanders. Oh, Zeit konnte ungefähr hinkommen. Passt schon. Upp. Wunder, dass meine Rettungskapsel immer noch da ist. Aber ich muss aufpassen wegen der Verfallzeit bei den eigenen Komponenten hier. Siehst du, da ist nämlich schon noch ein dummes Lebensmittel. Nein, das wäre ganz falsch, ganz wichtig. Niemand öffnet, wenn da was Rotes steht. Alter, was? Wieso? Verstehe ich nicht. Konsolenspiele. Schlüsselkarte. Gib den Code oder dein ID für den Zugriff an. Okay. Also muss ich wahrscheinlich so eine ID-Karte herstellen. Die Frage ist, wo mache ich das?
Wie mache ich das? Teleport ist deaktiviert, ja, ne, klar. Ue! Blöde Viecher. Code. Hä? Jetzt bin ich selber überfragt. Reisetagebuch. PDA-Locker, danke. Dass wir dich an die Station an der Abstelle, wir sollten dort starten. Ich habe es, die Konsole sollte dort drin sein. Einfach so. Was war das nochmal? iRoutine 34. Wow. Okay. Ich bin erstmal kurz weg hier. Zyrax-Drohne. Jawohl. Ihr blutdreckigen Mistviecher. Glück, dass ich euch nicht so treffe, wie ich gerne hätte. Seid immer noch da, ne? Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Money. Kupfer, Kupfer, Kupfer.
paralysiert. Er leckt mich doch am Arsch. Das war nah. Ihr habt da so ein bisschen. Der Situation ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zirrus herausgefunden haben, wie die Nachricht zu entschlüsseln ist. Und dann das Fraktal eine unter Beobachtung hielten. Höchstwahrscheinlich. Nun, ohne funktionierenden Teleporte ist diese Spur kalt geworden. Ja. Wir müssen etwas Hilfe finden. Ja, Hilfe schon gut. Oh, Kapitel 2. Geschichten aus der Vergangenheit. Wenn du auf diesem Planeten abstürzt, entdecken die Scanner nicht allzu weit vom Abstoßort entfernt eine Stammesstruktur. Du solltest eine dieser Strukturen finden und mit den Eingeborenen Kontakt aufnehmen und etwas über Planeten lernen. Es könnte für deine Reise lebenswichtig sein oder für das Überleben des jedes Lebewesens. Auf geht's! Natürlich! Warte mal, warte, warte, warte. Lösung. Fehlerhafte Lösung. Erstmal, ich hätte das vernichten sollen. Ich hampel mal. Erstkontakt. Spreche mit dem Häuptling. So. Small Settlement. Okay, auf geht's. La 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 la. Mit so einem kleinen Raumschiff wäre es natürlich alles viel, 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 viel angenehmer, glaubt mir. Bei Gelegenheit sollten wir uns auf jeden Fall eine kleine Base bauen. Weil von dort aus können wir dann grundsätzlich immer weiter die Mission machen. Syrax, Polaris. Ja, Polaris stehen wir an sich gut. Aber bei Syrax ja. Naja, nach und nach lernen wir auch die ganzen Völker kennen, sag ich mal. Mit dir durch den Wald, das macht Spaß. Monument. Halt mit. Gemüse können wir immer gebrauchen. Hallo. Neue Funktion, sehr schön. Die Talon. Jetzt müssen wir es mal finden.
Nein! Gib mir her. Tarnen sind friedliche Crawler. Ich will gerne wissen, ob man sich die zähmen kann. Egal, wir sollen mit dem Häuptling sprechen. Auch wenn sie knurren. Hallo, Fremde. Mögen die Stimmen der Vergangenheit dich zu Weisheit verleiten. Wie dürfen wir dir helfen? Sie scheinen nicht überrascht zu sein. So, bevor wir jetzt hier gleich weitermachen. Muss ich schnell kurz was hier erledigen. Ganz kurz. Auf jeden Fall sollten wir uns auch mit Polaris ganz, ganz gut stimmen. Weil die haben diese Teleporter. Wir haben vor einer Weile andere von deiner terranischen Spezies getroffen. Und ja, unsere Siedlung sieht für dich vielleicht primitiv aus, aber wir sind keine Primitiven. Wir haben diese Art Leben absichtlich gewählt. Ups, ins Fettnäpfchen getreten. Keine Sorge, Fremder. Mehaka. Spreche ich das richtig aus? Mehaka. So sehe ich eher. Wenn du dazu veranlasst würdest, fälschlicherweise zu glauben, wir wären nur ein primitiver Stamm, dann ist das der Beweis, dass wir erfolgreich waren. Wir haben eine Ära damit verbracht, diese Maskeraden zu kultivieren. Anhaltenden Bemühungen, unser Wissen und unsere Fähigkeiten vor anderen zu verstecken. Ist, was wir tun wollen. Was war das über andere Terrane? Deine Leute kamen vor ungefähr einem Jahr hierher. Mhm. Sie kämpft mit den Xerax. Patrouillen im Orbit und einige ihrer Schiffe stürzten auf diesen Planeten. Wir halfen ihnen zu überleben, bis sie ins All zurück konnten. Also bitte entschuldige unsere Neugier, aber was machst du immer noch hier? Wie ist es dir gelungen, den Xerax-Patrouillen so lange zu entkommen? Blöde bitte. Technische Schwierigkeit mit einer WAP. Anomalie. So. es ist interessant, was du sagst. So etwas wurde nicht berichtet, seit dass es. Oder vielleicht. Ich frage mich, ob du es bist, der. Das folgende hört sich vielleicht seltsam für dich an. Aber darf ich dich bitten, einen Keimling von unseren Händlern zu kaufen und dann zu mir zurückzubringen? Sicher. Ein Keimling? Was habe ich denn überhaupt? Lol. Ehrlich gesagt habe ich gar nichts auf Cash. Aber warte mal, ich kann ja fast verkaufen. Schau, was habe ich denn hier, was ich verkaufen kann? Sie gewähren Bandagen. Tue ich zwar ungern, aber naja.
Dann kann ich wenigstens ein Canyon kaufen. Oder auch nicht. Wartet kurz, bin gleich wieder da. Wo habe ich ihn? Bandagen, Pflanzenfaser und Pflanzenproteine. Nein. Bin gleich wieder da, Jungs. Einmal nur. Wird Pflanzenfaser. Dann mal kurz zurück hier ins Sumpfgebiet. Gemüse, ja, ich brauche Gemüse. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Okay, davon sollte ich vielleicht nichts nehmen. Inventar voll. Ich brauche eine kleine Base. Toll. Ich komme komplett im Kreis, ich fühle mich hier verloren. Wow. Auf jeden Fall da draus. Scheiße. Ich sollte hier im Tarnungsgebiet wirklich nichts abfarmen. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich muss erstmal eine Weile raus aus dem Tarnungsgebiet. Wenn ich da nämlich eine Weile bin, dann geht das wieder freundlich über. Eine Weile weg, noch ein Stückchen.
Daran habe ich nämlich nicht gedacht. Das ist der Nachteil. Solange du nämlich nicht mit denen befreundet bist oder so. Bin immer noch im Talongebiet. Jetzt bin ich aus dem Talongebiet raus. So, warte mal. Lass mich mal gucken. Das sollte eigentlich nicht lange dauern. Sich außerhalb von Talon. Naja, gut, ich bin ja bloß auf unfreundlich. Aber trotzdem. So, jetzt erstmal. Das da rein, damit ich. Das da machen kann. Aber ich sollte doch hier auch genügend Ticks finden, glaube ich. Sorry. Ich kann genau 3 Stück machen. Machen wir die auch, die 3 Stück. Derzeit können wir hier noch ein bisschen was freischalten. Einmal was Basis angeht. Da wir hier auf dem Planeten ja Sauerstoff haben, brauchen wir erstmal Retourstation gar nicht. Pflanzdicht auf jeden Fall. Einen kleinen Generator auch. Frachtboxen ganz wichtig. Das ist auch wichtig. Mehr kann ich gerade nicht machen. Auf jeden Fall sollten wir Selbstschussanlagen auch noch aufbauen. Hallo, kleiner Kerl. Bist du neugierig? Das ist kein Problem, kannst ruhig neugierig sein. Aber wie greifst du mich an? Muss ja schon sein, wenn du so niedlich und so tust. Trotzdem sollte ich mal. Ey! Du blödes Scheiß-Drecksviech! Der hat mich erledigt! Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet, dass ich auf einmal angegriffen werde. Aktueller Standort bitte in der Nähe. Gib mir mal bitte das. Das auch. So. Da bin ich hin. Ich muss mich auf jeden Fall wieder gut stimmen. Es reicht schon, wenn ich ein paar Viecher töte.
glaube. An diesem Monument, da waren noch Spinnen, wenn ich mich nicht irre. Nein. Oh, das ist doch zum Mäusemecken. Die vernichten. Die. Habe mich wieder auf neutral gebracht. Sehr schön. Oh. Na, du fällst. Sehr schön, das sollte mich eigentlich gut vorangebracht haben. Sehr gut. So, so will ich das. Gut, da will ich hin. Solange ich nämlich nicht auf freundlich bin, bringt mir das Ganze nämlich gar nichts. Hier was abzubauen oder so. So, ich habe hier drei Bandagen, ja? Willst du die drei haben? Ja, die kannst du haben. 45. Bitte, ich muss noch ein bisschen was herstellen. Ansonsten komme ich hier nicht weit. Okay. Aber ist ja nicht so wild. Dann stellen wir halt noch ein bisschen was her. Aber dazu brauche ich ein paar Pflanzenproteine. Ist halt sehr viel Arbeit, ne? Aber durchaus macht es Spaß, die Geschichte hier mal so ein bisschen zu spielen. Aber jetzt wäre es schön, wenn ich ein paar Pflanzenproteine finden würde. Ich bin hier immer noch im Talaugebiet. Den Minus soll ich gleich ruhig verkraften. So, jetzt bin ich erstmal aus dem Talaugebiet raus. Sammeln wir halt noch so ein bisschen was. Eine Knospe.
Plan zum Protein. Und wie es aussieht, ist bald wieder Nacht. Finde ich noch irgendwo Proteine, aber ich glaube nicht. Halt doch, da kann ich finde die Pferden. Das. Das futter ich. Und weil die Sonne irgendwann runtergeht. Ich wollte schon sagen, was ist das? Aber es ist auch wirklich bloß immer ein Ding. Mein Knatschischuh, ich liebe ihn. Lebensmittel. Nein, das ist nicht wahr. Vernichten. Und zurück. Deswegen, ich sage ja, wir müssen uns unbedingt eine Base bauen. Aber ich weiß noch nicht wo und vor allem wie ich das anstellen möchte. Vor allem so viel haben wir auch noch nicht erkundet, ne? Ich glaube, ich würde sehr gerne hier in dieser Nähe bauen. Wir haben es nicht weit zu den Talern rüber. Diese Spinnen. Ey, ich habe mich jetzt komplett verfahren. Schon wieder. Da will ich hin. Nee, da will ich gleich hin. Bin ich da jetzt komplett bescheuert? Da will ich hin. In die Richtung. Mann, Alter, ihr wohnt auch hier verzweigt. So schlimm. Alter, was ist denn jetzt schon wieder hier faul?
Verzögerungsreiz. Yep. Ich habe nichts anderes, was ich verkaufen könnte. Das ist ja. Selbst wenn ich was hätte. Davon habe ich 5. So, jetzt habe ich 90. Jetzt werde ich ja wohl irgendeinen kaufen können. Hier, Tomatenkeil. Kaufen. Nein. Nicht dein Ernst. Okay. Nicht dein Ernst. Schade, fällt weg damit. Geht zum Monument. Oh, nö. Wo wollt ihr mich denn noch überall hinschicken? Auf zum Monument. Für dass diese Kreaturen bereits auf mich warten. Wie kommst du denn da drauf? Töte Spinnen. Natürlich. Wo sind Spinne Nummer 3 und 4? Ich habe sie schon eher getötet, dann tut mir das leid. Mal gucken erstmal rum. Irgendwo werden sie ja sein. Container könnte ich öffnen. Wow. Drecksvieh. Erstmal freischalten. Einiges. Okay, erstmal auch für die Basis noch ein bisschen was. Unbedingt den großen Konstrukt. Munitionskiste brauchen wir auf jeden Fall noch Kontrollelemente.
Abspülen von den Munitionskiste freischalten. Selbstverteidigung. Kugel für Kugel. Dreckig. Viele warten dann noch hier auf mich. LOL. Was seid denn ihr hässlichen Spinnen? Wollt ihr doch nicht sagen, dass ihr die einzigen hier wart. Oh, ein Scharfschützengewehr. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das auch? Das auch. Auf jeden Fall brauche ich das Nachtsichtgerät. Kann ich nämlich gebrauchen. Muss ja auf jeden Fall nochmal zurück. Oh, Trompetenbogen. Ich höre Spinnen, ja. Wo sind aber diese Drecksviecher? Na, wo seid ihr? Zeigt euch. Eine muss ich noch. Ich höre doch eine. Wo bist du?
Bist du Drecksviech? Put, 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 put. Wo ist denn das Spinnchen? Wo ist denn die Spinne? Bibi Biene. Guck mal, wie sie sich da versteckt. Ganz dreist. Komm ich an dich. Komm ich denn alle an? Du bist an dich ran. Mal sehen, ob unser kleiner Dienst eine Waffe diese Tarnältesten überzeugt hat. Sprich mit den Häuptling! Auf geht er! Und ich glaube, danach werden wir hier auch erstmal ein bisschen Schluss machen. Einen Moment. Okay, weiter kann's gehen. Halt, 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 halt. Hallo Jungs. Warte mal, wie er antwortet. Okidoki. Exzellent. Wir denken, du hast dein Werk bewiesen. Nun solltest du mehr über die Gefahren lernen und uns vielleicht helfen, die Frage zu beantworten, was exakt vor sich geht. Erst einmal finde bitte einen Weg in das Monument und gehe ganz nach oben. Dort wirst du eine Inschrift finden, obwohl dieses Monument sehr alt ist, wurde die Platte erst vor kurzem enthüllt. Freigelegt durch die Schockwellen der zerstörten Schiffe, die auf den Boden stürzten. Diese Platte ist ein wichtiger Beweis für eine Geschichte aus der fernen Vergangenheit. Wir sind nicht in der Lage, dieser Spur zu ihrem Ende zu verfolgen. Aus einigen bedauerlichen Gründen, jeder tapfere Talonkrieger, der das versucht hat, wurde entweder von den Zyrax getötet oder nie wieder gesehen. Aber wir sind zuversichtlich, dass du die Antworten findest. warte kurz. Hier ist er voll. Wir können es nicht genug betonen. Diese Informationen haben größte Bedeutung für jedes Lebewesen auf diesem und jedem anderen Planeten. Ich habe hierbei ein schlechtes Gefühl. Nein. Regenerationspack. Nein. Was mache ich jetzt schnell? Ich muss irgendwas tun. Lichten. So, wenn ich an einem Geldautomaten rankommen würde, wäre schon ganz cool.
Finde die Inschriftplatte. Ja, ja, gut. Der schleicht lang, der kleine. Okay, Leute, aber das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Wir werden uns weiter in der nächsten Folge, hey, halt, mit dem nächsten Kapitel hier ein bisschen auseinandersetzen. Mal gucken, was die Inschrift auch so alles besagt. Und ansonsten hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin allerdings. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Aber das passiert mir öfters. Jedenfalls links und rechts findet ihr noch ein paar andere Videos. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen, wäre ein Träumchen. Jedes Mal verliere ich den Anschluss. Bin heute nicht ganz bei der Sache. Okay, Leute. Für die Fall, wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Und vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.